Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Unserem kleinen, aber natürlich sehr feinen Let's Play mit Tabaristan. Momentan sind wir immer noch dabei zu versuchen, das persische Reich zu gründen, auch wenn wir Persien eigentlich als Rivalen haben. Wollen wir versuchen, natürlich das Persische Reich zu gründen, indem wir halt später Persien, sobald wir sie etwas größer gemacht haben, annektieren werden. Deswegen war es vielleicht eine ziemlich dumme Idee, die Mission integriert Persien in euren Staat zu wählen. Allerdings beschäftigen wir uns damit später. Doch, ich denke mal, dass wir sie trotzdem nehmen werden, die Mission. Okay, wir wollen jetzt Karakoyunlu eins über den Deckel ziehen. Sie sind hier mit 12.000 Mann, haben ziemlich viele Truppen. Wieder. Allerdings denke ich mal nicht, dass... Oder wollen wir ihn... So ganz traue ich mich nicht, merkt ihr vielleicht gerade. Na komm. Krieg erklären, wir nehmen die Rückeroberung der Kernprovinz Tabriz. Wir holen uns hier ein paar Provinzen für unseren Verbündeten Persien. Unseren Vasallen Persien vielleicht eher... Auf jeden Fall marschieren wir Melikates ein und dann direkt nach Tabriz, um diese Stadt auch einzunehmen. Sehr gut. So. Machen hier natürlich den Anschluss an, sodass unsere Vasallen nicht zu viel Scheiße bauen, wie Persien momentan scheinbar gerade vorhat. Und dann belagern wir erstmal das Kriegsziel und dann werden wir weiterschauen. Bleib einfach im Melikates Persien oder tu es auch nicht. Ist in Ordnung. Georgien erobert für uns Ganja. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, weiß ich nicht, ob wir es schaffen werden. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich alle vier Gebiete hier oben für uns zu erobern. Mal schauen. Oh, Botan hat sich mit dem Mamelukenreich direkt verbündet. Es ist nicht unbedingt das Praktischste, aber okay. Georgien wird gerade von Trapezunt belagert. Und Schweden hat Bronzekanonen entwickelt. Das erhöht den Preis für Bronze. Seht ihr, wir sind Stufe 5 und die Typen haben schon Kanonen. Ich denke mal, dass Georgien jetzt gleich zurückmarschieren wird, um seine Gebiete zu befreien. Hoffentlich nutzt Karakoyunlu das nicht aus, obwohl wir haben 17.000 Mann hier. Das schaffen sie gar nicht, uns zu besiegen. Ja, und wir sind hier sogar noch technologisch überlegen. Was ich gerade feststellen durfte, der Modifikator Einnahmen durch Vasallen ist irgendwie verbuggt. Und zwar ist es so, dass wir eigentlich gar keine Einnahmen durch Vasallen mehr bekommen. Ihr seht hier, wir machen gerade mal ein Gold. Und das, obwohl wir durch diverse Ideengruppen eigentlich in der Lage sein sollten, einiges an Einnahmen durch unsere Vasallen zu machen. Weil wir haben ja auch hier, wenn wir ganz kurz mal gucken durften, hier. Tributsystem, Einnahmen durch Vasallen 25% und es bringt überhaupt nichts. So, Georgien wird jetzt, glaube ich, gerade von Karakoyunlu angegriffen. Ja, tatsächlich. Dann hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig noch da sein werden. Um sie da zu unterstützen, irgendwie. Schön, Georgien rennt einfach mit uns mit. Dann belagern wir jetzt weiter Tabriz. Wir sind bei minus 6%. Wow, warum? Magra besetzt von Karakoyunlu. Und das bringt gleich minus 5, okay. Meinetwegen, wenn ihr meint. So, komm, den Typen legen wir jetzt mal, stellen wir jetzt mal eine Falle. Nein, was macht ihr denn da? Nicht stürmen! Ihr Vollidioten! Ihr dämlichen Vollidioten! Ah, wie blöd man sein kann! Wie bescheuert! Inkompetent! Diese voll...
Was ist das denn für eine Scheiße? Warum stürmen die denn diese Festung? Wir haben jetzt keine Truppen mehr hier stehen. Oh, wie blöd man nur sein kann. Jetzt müssen wir uns erstmal erholen. Ende des Rosenkrieges. Die herrschende Dynastie hat über die Rebellen gesiegt. Das heißt, Lancaster ist, glaube ich, noch drin. Ja. Yep. Auch nicht schlecht. So, Persien verteidigt das georgische Gebiet. Nicht schlecht. Geil. Ja, entweder Stabilität verlieren oder... Ich habe auch nur Scheiß-Events hier, oder? Also... Nice. Karakio Nulu ist ein wenig verzweifelt, möchte ich annehmen. So, und damit haben wir ein weiteres Gebiet für uns erobern können. Und unseren Vasallen auch weiterhin stärken können. Und natürlich hat uns das ein schön bisschen Machtprojektion gegeben. Perfekt. Karakio Nulu sieht Timurinreich nicht länger als Rivalen an. Hat Osmanisches Reich als neuen Rivalen bestimmt. Okay, ihr seid optimistisch. Das freut mich. Ah, nee, Idioten. So, und wir fangen jetzt an, Persien zu integrieren. '81 sind wir damit fertig. Sehr gut. So, Circassia möchte ich jetzt gerne noch annektieren. Ich glaube, deswegen holen wir uns jetzt auch mal. Krieg erklären. Und wir haben keine Kriegsgründe gegen Circassia. Na, geil. Okay, dann hole ich mir mal schnell einen Anspruch. Ist ungewohnt, keinen Kriegsgrund zu haben. Achso, wir müssen mal ganz kurz bei den Revolten gucken. Oh ja, aserbaidschanische Nationalisten. Oh oh. Das dürfte hart werden. Weil wir jetzt selbst kaum Truppen haben, ne? Aha. Na super. Gut. Was haben wir hier? Beduinische Patrioten. Okay, ich glaube, der Irak wird sich hier unabhängig machen. Okay. Ja, das ist halt wirklich ein großes Problem mit den Einnahmen durch die Vasallen, muss ich schon sagen. Also es stört mich sehr stark. Eigentlich müssten wir halt ziemlich viele Einnahmen haben. Durch Georgien und Persien. Erstmal Persien einfach nur. Eben so viel Kohle. Und wir kriegen einfach nichts davon dem Geld ab, weil das irgendwie verbuggt ist. Hier, oh, jetzt machen wir ein Gold durch Vasallen. Wow. Blöd. Also eigentlich kann man sagen, diese Ideengruppe wäre vielleicht gar nicht mal so blöde Idee, die einfach abzuschaffen. Ja. Wir werden die Ideengruppe los. Bin ja froh, dass man das jetzt machen kann. Und ich glaube, wir gehen eher auf eine militärische Idee. Und zwar gehen wir jetzt auf die defensiven Ideen. Damit wir uns hier in dem Gebirge gut verteidigen können. Ja. Habe ich jetzt so für mich entschieden. Und damit ist das auch so.
Könnt ihr sagen, was ihr davon haltet? Dann mache ich es vielleicht in Zukunft ein bisschen anders. Ja, 81, 6 Jahre haben wir ja noch zu warten, bis Persien endlich annektiert ist. Bei unserer Reputation, glaube ich, demnächst wieder höher sein sollte. Moment, hier. 80, 5 Jahre noch. Okay, vergiss es. Oh, die Osmanen. Alter, geil, 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 verdammt. Okay. Die lieben uns ja. Wow. Weil wir Karakunyunu so schön platt gemacht haben. Perfekt. Wir verbessern sogar gerade Beziehungen mit uns, oder? Ja, tun sie wirklich. Herrlich. Hier. Osmanisches Reich verbessert die Beziehung mit Tabaristan. Sie lieben uns. Ist das nicht geil? Oh, schön. Hätte gedacht, dass die Osmanen mal automatisch auf uns zukommen würden. Timuriden hassen uns allerdings und mit den Osmanen im Rücken werden die uns nicht so schnell angreifen. Dieses Bündnis wird erstmal uns eine ganze Zeit lang gut helfen. Und Damas, sehr gut. Eroberungskriegsgrund gegen Zirkassien haben wir schon mal, sehr gut. Und dann haben wir die Osmanen. Na, komm, 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 komm. Staatsehe. Bäm. Sehr gut. Und direkt noch ein Bündnis hinterher geschmissen. Moment, ein paar Tage müssen wir jetzt noch warten. Und Bündnis angeboten. Ach, das haben sie uns auch selbst schon angeboten. Egal. Sehr gut. Haha. Wir sind jetzt verbündet mit den Osmanen, haben ein riesiges Vasallensystem hier in Kaukasusgebiet aufgebaut und werden uns jetzt daran machen, Zirkassien zu zerstören. So. Osmanisches Reich will nicht mit reinkommen, aber ganz knapp nur. Ach, wegen meiner Reputation. Ah, naja. Egal. Zirkassien kriegen wir auch so platt. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Hilfe der Osmanen. Ja, da haben wir die große zirkassische Armee. Und sie geben uns Kriegssubventionen. Ich liebe es einfach. Die geben uns echt Kriegssubventionen. Oh, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Haha. Schön. So. Verfolgen wir sie nochmal. Zerstören sie komplett und belagern dann die restlichen Gebiete. Sehr gut. Okay, damit wird Zirkassien jetzt schön zerlagert. Wir werden sie nicht vasalisieren, habe ich jetzt für mich beschlossen. Oder? Ah, ihr seid mit den Osmanen wieder verbündet. Ja, dann werden wir Zirkassien vasalisieren. Oh nein, Armenien erhält einen Anspruch auf uns. Was sollen wir nur tun? Dieses mächtige Reich. Es wird uns zerfressen. Nein. Sehr schön. Ha, das freut mich. Es waren wir lang genug mit den Mamelucken zu tun haben wahrscheinlich. Und sich deswegen nicht so sehr auf uns konzentrieren. Timuriden werden uns höchstwahrscheinlich nicht angreifen, während wir mit den Osmanen zusammen verbündet sind. Oh, die Osmanen führen gerade einen Krieg gegen Byzanz. Das ist ziemlich praktisch für uns. Muss man ja schon mal sagen. Denn das erlaubt es uns wahrscheinlich, Zirkassien zu 100% zu besetzen, wenn Byzanz dann annektiert würde von den Osmanen. Ja, die kriegen ein bisschen Punkte hier durch einen abweichenden Berater. Das ist mir das Prestige auf jeden Fall wert gewesen. Und damit haben wir das hier zu unserer neuen Kernprovinz gemacht. Perfekt. Ja, Autonomie können wir so schnell leider nicht runtersetzen hier. 1501 können wir sie erst wieder runtersetzen. Das ist auch in Ordnung. Obwohl, ich glaube, ich werde Zirkassien wirklich zu 100% einfach besetzen. Annektieren. Das ist mir sonst zu blöd. So, schon mal ganz kurz bei den Rebellen. Aserbaidschanische Patrioten werden demnächst aufbegehren. Das wird ziemlich blöd mit diesem ganzen Gebirge, was wir hier haben. Ah, habe ich ein bisschen Angst vor. Aber egal, wo kommt das ganze Geld auf einmal her?
Keine Ahnung, aber okay. Georgien hat die erste Belagerung schon abgeschlossen. Sehr schön. Eine Spende, eine Spende. Scheißen wir auf die Spende. Mehr Stabilität, Pietät, weniger Pietät, also mehr negative Pietät. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Ja, geil, wir haben ja alle Provinzen sind schiitisch. Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, das hier zu konvertieren. Sehr schön. Das heißt, das hier werden unsere ersten orthodoxen Provinzen werden. Na komm, haben wir es fast? Wenigstens Tscherkessien will ich noch haben. Ah, verdammt. Hätte ja klappen können. Ach nee. Selbstgefälliges Militär. Militärtechnologiekosten oder Stabilität? Na super. Hab ich denn eine Wahl? Ach, das ist sowieso egal. Das können wir uns erstmal nicht leisten hier, die Technologie. Ardabil. Aserbaidschanische Nationalisten. Da sind sie. Zwei Stück. Persien greift schon mal den ersten an direkt. Finde ich ja cool. Na, spannend. Knapp vor allem. Sehr gut, Persien. Sehr gut. Muss ich schon sagen. Und damit haben wir das hier auch geschafft. Ja, und das ist das große Problem. Wir haben 50%. Einfach weil Byzanz und Athen noch drin sind. Das heißt, wir warten jetzt einfach ab, bis wir hier 100% haben. Weil die Osmanen wahrscheinlich demnächst Byzanz halt annektieren werden. Wenn sie jetzt Byzanz zu Vasallen machen, dann drehe ich durch. Nö. Wir wollen vorne Annektierung. Machen mal Anschluss erlauben und sagen unseren Vasallen, dass sie uns hier folgen sollen. Und dann greifen wir sie an. Sehr gut. Das dürfte diesen Rebellen hier den Chaos machen. Trotzdem eine ganz schön knappe Schlacht. Na, komm. Ja, fein. Okay, sehr schön. Damit haben wir unsere ersten Rebellen schon mal vernichten können. Keinen Schwerpunkt. Stellen wir bei euch mal ein und ihr macht hier keinen Anschluss mehr erlauben, bitte. Sehr schön, Name schon mal besetzt hier. Morea wurde besetzt. Das müssen die Osmanen. Oh, sie sind mit der Krim noch im Krieg. Oh, das ist ein separater Krieg. Verdammt. Wieso denn? Verteidiger gegen Goldene Horde im Krieg. Goldene Hordische Eroberung von Nogai. Ah, und die Osmanen sind mitgezogen. Ey, was, ihr Schweine? Das heißt, ich kann nicht. Was? Ach, Mann. Ha, aber ich kann nach Byzanz, nach Morea gehen und das besetzen. Auch schön. Habe ich einen Kriegsgrund gegen die Krim? Nein, schade. Dann marschieren wir einmal durchs ganze Osmanische Reich, um Byzanz da unten zu besetzen. Vor allem, wie lange die Osmanen brauchen, um sich hier mal gegen die Mamluken in Bewegung zu setzen. Theodoro ist ein Vasall der Krim, ne? Ja. Das müssen wir auch ändern. Also mein Plan ist es jetzt eigentlich,
Krim dazu zu bringen, Genua ein paar Provinzen zurückzugeben, sodass wir einen westlichen Nachbarn haben. Dann verbessern wir die Beziehung mit Genua, kriegen vielleicht den westlichen Waffenhandel und können halt verwestlichen dann durch Genua. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Da möchte ich mich auch relativ klein halten. Also wird Georgien noch nicht annektieren zum Beispiel. So, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich Persien annektieren möchte. Eigentlich ist es ein starker Vasall. Wird uns allerdings auch ein hohes Einkommen bringen, ja. Deswegen würde ich es wahrscheinlich annektieren wollen. Wegen des Einkommens. Dass wir durch die Handelsroute bekommen dann. So. Jetzt besetzen wir Byzanz und dann haben wir 100% und können dann Zirkassien zu 100% annektieren und dann ist es unser. Dann haben wir diese Gebirgskette hier quasi unter unsere Kontrolle gebracht. Ja, mit Rebellen werden wir ein bisschen zu kämpfen haben, aber wir haben ja durch Georgien jetzt zum Glück die Stärke, uns damit auseinanderzusetzen. Ey, seht ihr das an, diese scheiß Events, die ich hier die ganze Zeit bekomme? Ich krieg die Krise. So. Klappe, Zirkassien, keiner will hören, was du zu sagen hast. Wie lange läuft der Krieg jetzt schon? 75. Das heißt, bald haben wir eigentlich sowieso die 100%, weil wir Zirkassien komplett besetzt haben. So. Finde ja geil, dass Byzanz so lange überleben konnte, aber ich glaube, demnächst wird es dann ein bisschen blöder werden. Es kann sein, dass Rhodos überlaufen wird und Zypern könnte auch sein. Wie sieht's aus mit Korfu? Na. Korfu hat auch eine gewisse Chance und Rebellen. Naxos. Naxos und Kreta hat Venedig komplett unter Kontrolle gebracht. Okay. Thronanwärter tritt auf. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott ist mit Paradox. Nee, Gott ist mit Parsabok. Entschuldigung. Genau. Unser Nachfolger heißt Paradox. Wuhu. Los, da, hier. Zerstört. Okay, wir richten erstmal hier unsere wundervollen Büros ein. Belagerung von Athen gewonnen, sehr gut. Und die Belagerung von Morea lässt natürlich ein bisschen auf sich warten. Ist ja klar. Doch, akzeptieren sie schon. Sehr gut. Damit haben wir es komplett annektiert. Wundervoll. Wir marschieren jetzt mit unseren Truppen nach Alania. Für Design. Ja, gerne doch. Dann machen wir das hier alles zu unseren neuen Kernprovinzen. Und erhöhen die Stabilität erstmal wieder auf 1. Meine Herren. Ja, eine gewisse dezente Unruhe ist zu verspüren hier in diesen Gebieten. Wir sind schon direkt bei 75%, ohne dass wir überhaupt... Oh, Mann.
Das wird jetzt spaßig. Und stehen einige Rebellionen bevor, das kann man schon mal so sagen. Mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Ich hoffe mal jedenfalls, dass dieser Part euch erstmal soweit gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es daran geht, dass wir uns wahrscheinlich von der Krim nichts schnappen, aber zumindest schon mal Genua freilassen. Kaffer und Manträga. Damit wir einen schönen Nachbarn haben da drin. Und ja, dann werden wir nächste Runde wahrscheinlich, nächsten Part wahrscheinlich einige Rebellen besiegen müssen. Also, hoffe ich, dass dieser Part euch soweit gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.